Herzlich willkommen, Jan-Georg Schütte und Bjarne Mädel. Bjarne Mädel, machst du jetzt Sicherheit für Jan? Moin, ja, ja, ich musste checken, ob alles in Ordnung ist, bevor er sich setzt. Ja, ja, das kann man machen. Bjarne hat vorher schon die Hunde durchgeschickt hier heute. Ah, mit Jan-Georg hier. Ja. Du bist das erste Mal hier. Vielleicht der eine oder andere kennt dich von der Verbindung mit mir noch als Harald aus Check Check, jetzt gerade wieder in der dritten Staffel. Ja, da habe ich immer ganz gut eingenordet, eigentlich. Ja, kann man sagen. Seitdem habe ich einfach Angst vor dir. Ja, und habe dich deswegen jetzt auch sofort bei der ersten Gelegenheit hier eingeladen. Ja. Einfach aus nackter Angst. Ja, um die Angst zu nehmen dann auch. Ja, ja, genau. Das heißt, du bist als Security eigentlich, um mich zu beschützen vor ihm. Ja. Aber wir haben ein schwieriges Verhältnis in dieser Serie, privat nicht so sehr. Privat geht's eigentlich, und jetzt habt ihr aber ein Verhältnis zueinander. Und zwar, das müsst ihr kurz erklären, es gibt Kranitz bei Trennung Geld zurück. Und da seid ihr zusammen zu sehen. Was ist das genau und was ist das Besondere an dieser Serie? Ja, Kranitz ist ja so ein Selfmade-Therapeut und hat sehr handfeste Methoden. Also das Prinzip ist, 3 Sitzungen kosten 1.500 Euro. Das klingt viel. Ne? Aber wenn nach der dritten Sitzung ist das Paar wieder zusammen, ist alles gut. Wenn nicht, gibt's Geld zurück. Ja. So, und da kommt Manni ins Spiel. Ich spiele Manfred. Ja. Manni. Bin ein Kumpel von Kranitz. Ja. Und es gab kein, das kann man vielleicht noch dazu sagen, es gab kein Drehbuch. Genau. Das war für mich ein Grund zuzusagen, da muss ich die Scheiße nicht auswendig lernen. Ja. Und ja, ich spiele den Kumpel von Kranitz und krieg halt immer schlimme Aufträge. Wir haben den kleinen Ausschnitt aus genau dieser Serie. Da kriegt man mal einen Eindruck davon, was ihr da eigentlich macht. Ihr seht so ähnlich aus wie jetzt, seid aber echt komplett andere Typen. Es ist wirklich Wahnsinn zu sehen, wie sehr ihr dann doch tatsächlich jemand anders seid. Und zwar innerhalb von einer Sekunde. Guck mal. Du bist verliebt. Nee. Klar, Mann, du bist verliebt. Das ist eine ganz simple Diagnose. Du musst gar nicht anfangen, was ist los. Ich bin verliebt. Nee, das geht gar nicht. Du hast im Prinzip super. Nee, das geht nicht. Nee, ich habe mir das geschworen, mich nicht zu verlieben. Ja, sonst bring sie doch mal mit. Ja, ich kann, was soll ich denn zu ihr sagen? Schön, dass wir so schön Sex haben. Ich würde gerne mal zu meinem Kumpel, dem Paartherapeuten, gehen, ja, oder was? Ja, muss man ja nicht Paartherapie. Machen wir hier Immobilienberatung, Wohnungen shoppen oder sowas. Also du weißt, du solltest eigentlich eine Heiratsschwindlerin beschatten. Und rauskam, dass du die ein bisschen zu doll beschattet hast, ne? Ja, also mir ist was passiert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Es wird dann diagnostiziert, ich habe Gefühle, ne? Hast Gefühle, ja. Das geht nicht, passt nicht zusammen. Und, aber was heißt denn noch mal ganz kurz, wenn man sagt improvisiert, du hast das gerade eben so in einem Satz gesagt, aber was bedeutet das denn? Das heißt, ihr kommt da hin, was wisst ihr denn? Ihr habt da ein Set, ihr habt Kameras, nehme ich mal an, und irgendwelche Kostüme und eine Rolle und das war's, oder wie? Also genau, wir treffen uns vorher mit dem Regisseur Jan-Georg Schütte, und dann kriegt man so einen Plot geliefert. Also, ja, eine Biografie eigentlich. Eine Biografie, ne? Und ein Problem. Und ein Problem und eine Kollegin, also ein zweites Problem. Ja. Und in meinem Fall war das die tolle Anna Schutt, und dann geht's los irgendwie. Ja, du hast dir aber auch eine Menge überlegt. Bjarne hat ein bisschen geschummelt, er hat sich vorher richtig viel ausgedacht und hat so ein Ding vorgelegt. Wir haben einen einzigen Take gemacht, musst du dir vorstellen. Das sind 5 Minuten, die haben wir einmal so durchgerockt, und das musste man auch gar nicht schneiden. Das war so raus, weil er so geil gespielt hat. Und ich musste nur zwischendurch ja, nee, ach was sagen. Und dann war das durch. Und dann stehe ich aber als Drehbuchautor drin, so geil. Das hatte ich mir so noch gar nicht überlegt. Ja. Das ist ein Grimme-Preis fürs beste Buch, und kriegt dann hier ihn hin, ne? Ja, so ist es dann. Ja, man muss das ja in die normalen, sagen wir, die Award-Welt ist ja nicht darauf eingestellt, dass dann auf einmal irgendwer einfach ohne Drehbuch daherkommt. Irgendwer muss ja diesen genialen Einfall gehabt haben, und es ist am Ende nicht mehr so auszumachen. Finde ich nicht schlecht. Ich habe schon eine Menge sehen dürfen von Kranitz bei Trennung Geld zurück. Ja, du kommst auch noch mal. Du kommst auch noch mal auf die Couch. Ich vermute, dass ich da keine andere Wahl habe, weil ich ja Angst habe vor Jan, wie ich schon sagte. Und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Es ist echt toll und es ist total interessant. Es ist auch was ich so in der Form noch nie gesehen habe. Und man merkt tatsächlich, dass wenn die Leute das gut beherrschen, dieses Improvisierte, dann kommt da irgendwie was anderes rein, was man in normalen Filmen oder in so einer Serie nicht findet. Deswegen guckt euch das unbedingt an.